Ding ist, ich wollte nach dem ganzen Dilemma, dem privaten und auch dem musikalischen, eigentlich aufhören, komplett aufhören. Dann kam aber Max ins Spiel und der hat mich da echt rausgerissen und mich motiviert, wieder halt anzufangen. Ja, das war am Anfang ein bisschen holprig, da mein Selbstvertrauen irgendwie halt komplett weg war. Ich wusste nicht, ob das überhaupt irgendwie noch Sinn macht, was ich hier tue. Aber das hat sich dann so nach und nach irgendwie von selbst geregelt. Ich habe dann wieder angefangen, irgendwie so Beats zu hören, aber ich kam da auch auf keinen Nenner. Und dann habe ich tatsächlich wieder angefangen, selbst zu produzieren. Und ab dem Zeitpunkt hat es halt so richtig Spaß gemacht, wieder Musik zu machen. Ja, und deshalb habe ich auf Aurora auch sehr viel selbst produziert und mitproduziert. Ja, und der Sound ist einfach genau das, was ich haben wollte. Und viele Leute werden überrascht sein, was für ein Sound das ist, auf jeden Fall. Wovon reden wir denn letzten Endes? Wird die Freundschaft öfter aus den Regenschirm vergessen? Und vergess mal das mit Sprechen, hier ist mein letzter schlechter Ton, denn ich rap dir was entsprechend dem Gesetz des Metronoms. Mach's gut, aber sorry, ich muss gehen. Nicht mal ein Fußabdruck bleibt in diesem Sonnensystem. Ich geh nach vorn oder gehe verloren. Also vergiss mich und mach's gut, aber sorry, ich muss gehen. Nicht mal ein Fußabdruck bleibt in diesem Sonnensystem. Ich geh nach vorn oder gehe verloren. Also von den Produzenten her sind jetzt Crystal mit drauf. Dann Absolute Beats und C-Rai. Und die hat mir noch unter die Arme gegriffen bei Wilde Welt. Und natürlich, meine Wenigkeit ist da stark vertreten. Oh, wird doch bei kommenden Projekten auf jeden Fall viel passieren noch. Ja. Perfektes Team, besser kann's nicht sein. Will der Himmel in irgendeinem Block was anrichten, trifft's mein. Ich befind mich für die Wolken gleich im Fallwinkel des Steins. Ich höre weinende Gitarren, Eric Clapton's und Santanas. Lauf alleine durch die Steppen meiner Sommerschneesahara. Ich geh im Ganges schwimmen und ich bade dein Geld. Dieselbe Fantasie wie Amelies fabelhafte Welt. Guck mein Dasein in der Landschaft deines Emos ist perfekt. Ich steck den Kopf nicht in den Sand, ja weil da eh schon einer steckt. Es war lange nichts real, ich zog tagtäglich um die Häuser. Machte den sterbenden Schwan mit der Ästhetik eines Läufers. Nicht bereuen und die Enttäuschung fliegt einem heute um die Ohren, denn durch den Kräuterschnaps haben Träume an Bedeutsamkeit verloren. Aber fick das Mann, so ist halt die Beschissenheit der Dinge. Hab mich ziemlich mies geritzt, ran, doch sprang nicht über die Klinge. Alles nicht mehr so mies abgefuckt, nicht dicht die Rübe clean, denn ich hab lieber ein Spiegelbild anstatt Gesichtsmythologie. Aurora. Ja, was soll ich sagen? Aurora war grundsätzlich von Anfang an eher ein Projekt von Chuck. Das Projekt hat sich aber dann irrsinnig krass weiterentwickelt. Ich denke mal, Chuck hat da sehr, sehr, sehr großes Potenzial in sich selbst übertroffen. Von der grundlegenden Idee einfach mal zu probieren, wurde ein Meisterwerk meines Erachtens. Er ist einfach stärker denn je. Also ich würde jetzt echt mal sagen, also jetzt hat er wirklich dann den Höhepunkt in sich selbst erreicht, mit sich selbst erreicht. Wir wissen ja, Chuck war kurzzeitig, für viele auch längerfristig, einfach nicht mehr der, der mal war. Aber Chuck hat sich natürlich durch diese Zeit und durch diesen Gang insofern weiterentwickelt in seiner Persönlichkeit, dass ich jetzt mal denke, dass Chuck, keine Ahnung, er ist einfach eine Koryphäe. Er ist eine Koryphäe im Schreiben, er ist eine Koryphäe beim Beat produzieren, er ist einfach ein toller Typ, mittlerweile mein bester Freund. Wir hatten ja lange, lange Zeit keinen Kontakt mehr, wo ich jetzt auch wieder froh bin, dass er wieder da ist. Und ja, Aurora hat uns schon ziemlich übelst Spaß gemacht, das Ding zu produzieren, zusammenzuarbeiten, und ja, es wird auf jeden Fall ein mega, mega, mega starkes Ding. Ja, müsst ihr euch checken, unbedingt. Uns soll der Schein des Mondes mich halt wärmen. Der Rest der Welt ist bloß verlogen und nicht fern. Ich spiele all das Ganze mal von Anfang bis Ende. Ich such dich jeden Tag seit Wochen ungefähr. Hab mir die Marke auf dem Boden nicht gemerkt. Alles was so nah schien, ist weit weg jetzt.
Und so soll der Schein des Mondes mich halt wärmen. Und nicht mehr, der Scheiß ist sowieso verlogen und nicht fair. Denn Katastrophen sind sehr wohl mein großer Anhänger aus Widerspruch. Und kurz nachdem der Druck mich mies zu Boden zwingt, auch wieder Luft. Was drinne klopft in mir, das muss ein Stückchen sein vom alten Holz. Und komm mir nicht mit Küsschen, nicht aus Schüchternheit, aus falschem Stolz. Ja, der mit Sagen volle Wald, in dem ich schrieb, bedeckt mit Moos. Bevor es einen in die Tiefe zieht, lässt man los. Ich hab immer gestaunt, dass wenn sie nichts von meinen Blackouts wüssten. Ich glaube, schlaue Menschen wissen, wann sie wegschauen müssen. Fiel mal auf die Schnauze, doch kam auch wieder zurück. Aber man hat nur so viel Spielraum wie der Schauspieler im Stück. Denn was hat man für eine Wahl? Man sieht halt irgendeine Karte. Und dann nimm halt eins von beiden, man ersticke oder atme. Ich sprech irgendeine Sprache, aber niemals meine eigene. Dann red ich halt nur Scheiße, Pantomime, wer das weigere. Was für ein Quatsch, ich kann mein Schaffen nicht in Schutz nehmen. Und alle meine Sachen werden vom Nachmachen kaputt gehen. Ich nicht mehr hier, das wär wie Essen ohne Salz. Denn was die anderen zu Papier bringen, das verschwende bloß den Wald. Hey, na und wirf mir ruhig vor, ich wär ein unmündiges Schaf. Denk mal, jeder, der geboren wird, ist ein zukünftiges Grab. Mach's mich gerade und das Kinderkarussell mal endlich stoppt. Denn sonst hat irgend so ein Spinner bald ein Tinder-Match mit.